So, Angela hat da noch was vorbereitet. Bei manchen Angela. Wo ist er? Da hinten. Gerade nicht. Jetzt nicht. Okay. Ende mit der Fahrt. Nee, bestimmt nicht. Ja, wie gesagt, wir haben auch ein offenes Mikro hier und ich weiß nicht, möchtest du vielleicht was sagen zu der aktuellen Aktion? Olli? Nee. Okay, dann sage ich was dazu. Im Rahmen der Probleme in der Ukraine sind ja, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, wie viel Flüchtlinge sind da unterwegs. Und im Rahmen der Aktion Mahnwachen helfen wird seit einigen Wochen gesammelt für ukrainische Flüchtlingskinder, natürlich auch für deren Eltern. Das heißt, wer warme Wintersachen hat, denn man merkt ja jetzt schon, wenn die Sonne weg ist, wird es kühl. Und auch irgendwann zieht auch in der Ukraine der Winter ein, dass die Menschen dort unten vielleicht warme Decken haben, warme Kleidung haben. Aber auch Spielsachen für die Kinder, damit sie vielleicht mal ein paar Minuten den Krieg, den sie hautnah erleben, mal vergessen können. Dann bringt die Sachen hier hin, montags. Wir sammeln gerade bundesweit. Es sind, glaube ich, schon 30 oder über 30 Mahnwachen, die sich daran beteiligen. Und wir werden also dann den Transport in die Ukraine organisieren. Neben den Sachspenden haben wir hier vorne auch, das ist die blaue Büchse, haben wir auch eine Spendenbüchse für Geldspenden, denn wir müssen natürlich auch die LKWs dort runter bezahlen, Sprit bezahlen. Und ein so ein LKW in die Ukraine liegt so ungefähr bei 3.000 Euro. Ich weiß nicht, wie der Stand aktuell ist. Ich glaube, also mindestens zwei LKWs voll werden wir inzwischen schon zusammen haben. Und es ist also geplant, Ende September, glaube ich, Ende September, ne, Olli, oder so? Ende September die Fahrt runter in die Ukraine dann auch zu machen. Und der Unterschied zu irgendwelchen Spenden bei irgendwelchen Organisationen ist einfach, dass Leute von den Mahnwachen, von der Braunschweiger Mahnwache, von der Hannoveraner Mahnwache, Menschen, Mitbürger mitfahren, das Ganze auch videodokumentieren und auch dafür sorgen, dass die Sachen dort unten auch bei den Flüchtlingen ankommen. Sich nicht irgendwelche Organisationen, weil bei diesem, ich sag mal, bescheuerten Eisbucket-Challenge, die dort gelaufen ist, wo also an 26% der Gelder tatsächlich für irgendwelche gemeinnützigen Sachen eingesetzt werden und der Rest dann für sechsstellige Gehälter für irgendwelche Parteibonzen oder wenn nicht Parteibonzen, sondern Firmenbonzen eingesetzt werden. Hier ist es anders, hier kommt wirklich 100% alles zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge und deswegen auch meine Bitte nochmal als Aufruf, wenn ihr Spielsachen habt, die ihr nicht mehr braucht, warme Kleidung, Decken oder auch Verbandsmaterial, es gibt auch eine Menge Verwundete, dann bitte mit hier hinbringen. Und wer auch auf einen Euro verzichten kann oder spenden kann, ist herzlich eingeladen, hier dann auch in dem Bereich etwas zu tun. Ja, nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die sich dafür engagieren. Es sind also welche, die arbeiten mittlerweile ja Fulltime-Job-mäßig da dran. Und ich finde das also ganz klasse und ich denke, denen gehört auch mal ein riesen Applaus für diese Arbeit, für die Ukraine und was dort geleistet wird. Ganz toll.